Die DTM erwacht aus dem Winterschlaf. Das Versteckspiel hat ein Ende. Sie fahren wieder. Sie tüfteln wieder. Endlich wieder auf der Strecke. Bald wird es ernst. Nur noch 24 Tage verbleiben bis zum Saisonstart in Hockenheim. Einen kleinen Vorgeschmack gab es schon jetzt bei den offiziellen ITR-Testfahrten in Hockenheim. Die Protagonisten sind wieder präsent. Die lange Winterpause nähert sich dem ersehnten Ende. Es gab eine intensive Testarbeit in diesem Winter. Es hat sich aber natürlich ein jeder mit seinen Vorgaben und mit seinen Ideen darauf konzentriert, seinen Weg zu gehen. Daher ist es für mich sehr, sehr schwierig zu vergleichen, wo man zueinander steht aktuell. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir vor dem ersten Qualifying in Hockenheim auch nicht wirklich wissen werden, wie die Performance unter den drei Herstellern verteilt ist. Ich denke aber, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir eng beisammen werden. Das hofft auch Neuensteiger BMW. Die Münchner sind auf Kurs. Das Ziel ist klar definiert. Pünktlich zum Saisonauftakt möchte man mit der Konkurrenz auf Augenhöhe sein. Es sind jetzt sicherlich noch ein paar Optimierungsläufe hier in Hockenheim auf dem Programm. Geht sicherlich jetzt in die allerletzte Phase Feintuning der Autos rein, aber auch operativ mit den Teams, Zusammenarbeit mit BMW Motorsport. Aber ich glaube, auch da sind wir sehr gut unterwegs. Und insofern ja, fiebern wir natürlich auch dem ersten Rennen hier Ende April entgegen. Der Fahrerkader von Mercedes-Benz ist endlich komplett. Roberto Meri, Robert Rickens und Christian Vitoris bilden das neue Junior-Team. Bei den Stuttgartern ist man überzeugt von der Qualität des jungen Trios. Gut, die haben alle sich natürlich profiliert in den Nachwuchsserien. Roberto Meri ist ein Formel 3 Euro-Series Meister, also da muss man schon sehr gut sein. Dann ist der Robert Rickens ein Meister in der Formel Renault World Series und Christian Vitoris vor schon ein Jahr bei uns und war schon Sieger in der GP2. Die haben alle ein gutes Rüstzeug und ich denke, dass die sich hier weiter profilieren werden. Die 4 Testtage in Hockenheim. Eine Bestandsaufnahme für Teams und Fahrer. Besonders die Neuen sammeln hier wertvolle Erkenntnisse. Audi-Youngster Adrien Tombeur ist schon jetzt heiß auf seine erste DTM-Saison. And for sure it's going to be very difficult. I am in a rookie season, so I will aim to do the best I can and to be satisfied with myself, with my work, and avoid as much as possible the mistakes for first year. Die DTM fährt sich warm. In 24 Tagen ist sie wieder zurück in Hockenheim. Dann hat das Pokern ein Ende, denn dann geht sie endlich los. Die neue DTM-Ära 2012.